Herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Zukunft Erde, was die Bibel wirklich über unsere Zukunft sagt. Bleibt dran und finde die Wahrheit. Unaufhaltsam in die Krise müssen wir uns auf den Weltuntergang vorbereiten. Am 30. Oktober 1938, da lief ein Hörspiel in einem Radiosender in Amerika: Krieg der Welten, ein packendes Radiodrama. Die Welt wird von Aliens bevölkert. Das Hörspiel wird so realistisch gestaltet, dass es Zuhörer gibt, die es für wahr halten. Viele Menschen werden verunsichert. Panik und Angst macht sich breit. Die Notrufleitungen glühen im Großraum New York. Die ersten Menschen fangen an, sich vorzubereiten auf die Verteidigung gegen die Aliens. Andere fliehen, wieder andere verstecken sich im Keller. Aber das Hörspiel war nur eine Fiktion. Die Welt hat weiter existiert. Zahlreiche Hörer danach haben den Radiosender verklagt auf Schmerzensgeld für den Schreck oder Ersatz für angeblich in der Panik entstandenen Verletzungen oder Schäden. Alle Klagen blieben erfolglos, bis auf eine Klage, da bekam ein Mann recht. Er hat gesagt, er habe eigentlich Schuhe kaufen wollen, aber das Geld dann bei der Flucht vor den Aliens ausgegeben. Er erhielt seine Schuhe wieder. Die Frage, wie die Welt endet, fasziniert die Menschen in allen Zeitaltern. Ist es heute eine neue Art von Fatalismus, die sich unter den Menschen mehr und mehr ausbreitet, wenn das Ende der Welt thematisiert wird, oder stecken handfeste Beweise dahinter? Müssen wir uns auf den Weltuntergang vorbereiten? Hierzu hat die Global Challenge Foundation, eine Stiftung aus Schweden, einige Szenarien gezeichnet. Es handelt sich hier um Wissenschaftler, die gemeinsam mit Forschern der Oxford University vier Szenarien erarbeitet haben, die die Menschheit bedrohen. Folgende Untergangsszenarien sind möglich. Erstes Szenarium, ein Klimawandel. Bei einem Anstieg um 4 Grad oder mehr entstehen verheerende Dürrekatastrophen mit daraus folgenden Hunger und sozialen Unruhen. Das kann zu globalen Konflikten führen und die Menschheit kollabiert. Szenario Nummer zwei: ein atomarer Krieg. Das auf der Erde vorhandene Atomwaffen personal Arsenal, hat das Potenzial, die Menschheit gleich mehrfach auszulöschen. Das Konfliktpotenzial ist innerhalb der Großmächte in den letzten Jahrzehnten immens gestiegen. Szenario Drei ist eine Pandemie. Bei einer Pandemie würden bestimmte Viren sich so schnell über den Globus verbreiten, dass sie zu einem globalen Killer sich entwickeln durch Veränderung. Die hohe Mobilität der Menschen heutzutage fördert das und alles ist global. Und so wäre der Virus in kürzester Zeit auf der ganzen Welt zu finden. Szenario Nummer vier, das ist die Bedrohung durch künstliche Intelligenz. Moderne Waffen, die sogenannte dritte Revolution, das sind Kampfroboter, die haben Atomwaffen und mit diesen Atomwaffen ausgerüstet, sind sie eine große Gefahr für den Planet Erde. Wenn diese künstliche Intelligenz mit den atomaren Waffen in die Hände von Diktatoren oder Terroristen kommen würde, wäre das eine große, immense Gefahr für die Menschheit auf unserer Erde. Deshalb sagt diese Global Challenge Foundation, dieses vierte Szenario ist die größte Bedrohung für den Planeten Erde. Was sagt der jetzt schon verstorbene Wissenschaftler Stephen Hawkins dazu? Er meint, ich fürchte, dass langfristig unser Leben bedroht ist und damit jegliche Hoffnung für unsere menschliche Rasse. Wenn wir es allerdings schaffen, uns innerhalb der nächsten, wie viele Jahre? 100 Jahre, nicht gegenseitig zu vernichten, werden wir uns in der Zwischenzeit technisch so weiterentwickelt haben, dass wir in der Lage sind, die Menschheit auf verschiedene Planeten zu verteilen und dann kann nicht eine einzige Tragödie oder einzige, eine einzige Gräueltat uns alle gleichzeitig ausradieren. Was ist der Vorschlag von Hawkins? Wohin sollen wir gehen? Auf einen anderen Planeten? Ein äußerst pessimistischer Vorschlag, oder meinst du nicht? Denn wie weit ist denn unser nächster erdähnlicher Planet entfernt? Das ist Proxima Centauri b, der ist vier Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Vergleich dazu beträgt die Entfernung von Erde zum Mond 1,4 Lichtsekunden. Und ob auf dem nächsten Erdähnlichen Planeten überhaupt leben möglich ist, muss überhaupt noch geklärt werden. Denn ob es auf diesem Stern, auf diesem Planeten Wasser gibt, weiß man nicht. Ja, es könnte sein, aber die Durchschnittstemperatur liegt bei minus 40 Grad und vier Lichtjahre zu reisen ist bis jetzt noch keinem Menschen gelungen. Dazu kommt noch die kosmische Strahlung. Der Vorschlag von Hawkins ist somit äußerst pessimistisch. Wahrscheinlich haben die meisten Menschen, und dazu gehörst du auch und ich, heute ganz andere Sorgen. Wir machen uns nicht so sehr Gedanken über den Weltuntergang, sondern wir haben Krankheiten, Depressionen, da geht eine Ehe kaputt, da sind finanzielle Herausforderungen, Arbeitslosigkeit ist plötzlich da, Einsamkeit, Trauer und Tod. Für viele, vielleicht für die meisten von uns, ist das Leben nicht einfach. Wir kämpfen täglich und der eine oder andere sagt vielleicht heute, ich wünsche mir, dass mein persönliches Ende der Welt bald eintritt. Wir sind aber nicht geboren, um Leid zu erfahren. Wir sind nicht geboren, um zu sterben. Wir sind geboren, um in einer besseren Welt zu leben. Mein lieber Freund, Gott ist heute hier, um dir gute Nachrichten zu vermitteln. Diese Welt wird eines Tages enden, aber Gott hat eine bessere Welt für uns vorbereitet. Davon spricht das Wort Gottes ganz klar. Gott hat eine Zukunft. Und wenn wir diese Zukunft im Wort Gottes entdecken, erleben wir, wie Gott uns Hoffnung, Friede und Freude schenkt. Wo stehen wir heute? Was sagt die Bibel über den Weltuntergang? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie können wir die letzte Krise überleben? Wie ist das möglich? Eines Tages blickte Jesus über das Tal nach Jerusalem hinaus. Er schaute auf den Tempel der Israeliten. Das war das Volk der Juden. Und Jesus kündigte die römischen Armeen an, die Jerusalem angreifen und zerstören, zerstören würden. 70 Jahre nach Christus erfüllte sich diese Prophezeiung von Jesus. Die Römer kamen mit einer 70.000 Mann starken Streitkraft. Monatelang belagerten sie die Stadt Jerusalem. Die Römer gingen dann hinein, aber bevor, bevor das stattfand da lesen wir, was für schreckliche, grausame Zustände hier in der Stadt Jerusalem herrschten. Da sagt Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, viele gaben heimlich ihr ganzes Vermögen hin, um dafür, wenn sie reicher waren, einen Scheffel Weizen zu erhalten. Weiber rissen ihren Männern, Kinder ihren Müttern und, was das Schrecklichste ist, Mütter ihren Kleinen die Speisen aus dem Mund. Alles während der Belagerung, Hungersnot. Die Dächer waren voll von Frauen und Kinderleichen, die engen Gassen voll von toten Greisen. Eine Frau sagte zu ihrem Kind: Wohlan, sei du meine Speise. Dann kochte sie es, ihr Kind, und verzehrte es zur Hälfte. Was für eine schlimme Zeit! Die Belagerung der Römer. In dieser Zeit starben 115.000 Juden aufgrund von Hungersnot. Jerusalem wurde verbrannt und vernichtet. Als Jesus hier von der Zerstörung Jerusalems sprach, da dachten die Jünger, das ist das Ende der Welt. Aber Jesus hier in Matthäus Kapitel 24 prophezeite nicht nur die Zerstörung Jerusalems, sondern auch das tatsächliche Ende der Welt. Hier in Matthäus 24 gibt Jesus uns Zeichen, die vor der Zerstörung Jerusalems stattfanden, aber auch Zeichen, die vor dem Ende der Welt kommen würden. Matthäus Kapitel 24 Vers 3: Da haben die Jünger Jesus gefragt: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Das Ende der Welt ist laut der Heiligen Schrift das Kommen Jesu. Wann kommt Jesus wieder? Viele Menschen haben sich das gefragt. Wenn wir die Zeichen der Zeit betrachten, dann sehen wir, dass das Kommen Jesu nahe ist. Wir wollen heute ausgehend von Matthäus 24 Zeichen anschauen. Mein lieber Freund, was mir ganz wichtig ist, nicht ein Zeichen kündigt das Kommen Jesu an, sondern wenn alle Zeichen parallel in der ganzen Welt passieren, dann ist das Kommen Jesu nahe. Keiner kennt Tag oder Stunde der Wiederkunft Jesu. Das möchte ich auch klar hier betonen. Wenn jemand sagt, Jesus kommt am 3.3.2033 wieder, dann weißt du, das ist falsch, das ist nicht richtig. Denn keiner kennt Tag oder Stunde. Doch die Zeichen der Zeit kündigen uns, das kommt Jesu an. So, wenn die Wolken im Himmel dunkel werden, dann wissen wir, bald kommt wahrscheinlich ein Regen oder ein Gewitter. Die Zeichen der Wiederkunft Jesu. Das sind die Zeichen in der Religion. Jesus gab uns... Zeichen in der Politik. Jesus sprach von Zeichen in der Natur. Jesus gab uns auch Zeichen in der Gesellschaft, in der Welt der Moral. Wenn diese Zeichen alle zur gleichen Zeit parallel stattfinden, dann wissen wir, das Ende ist nah. Jesus Christus kommt bald wieder. Heute wollen wir gemeinsam diese Zeichen anschauen und untersuchen. Erleben wir diese Zeichen heute? Haben sich diese Zeichen schon erfüllt? Was kommt auf uns zu? Was ist? ist Zukunft Erde. Fangen wir an mit dem Zeichen in der Religion. Jesus sagte uns in Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche... Was? Wer? Falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Jesus sagt hier, es kommt eine explosionsartige Zunahme aller unterschiedlichen Religionen. Männer und Frauen werden auftreten und sagen, hey, ich bin der Messias, folge mir nach. Wer ist das hier auf dem Foto? Jim Jones, ein berühmter geistlicher Führer. Jones war der Gründer der, des People's Temple. Über 900 seiner Anhänger kamen 1978 bei einem von ihm befohlenen Massen-Selbstmord im Urwald von Guyana zu Tode. Wir denken an die Bewegung. Zur Wiederherstellung der Zehn Gebote, eine ugandische Sekte. Im Jahr 2000 haben wir auch hier einen breit angelegten Massenmord. 530 Menschen verbrennen hier in einer Kirche. Und dieser Herr in Japan, das ist Shoko Ashara, er ist verantwortlich für einen Giftgasanschlag in der Tokia U-Bahn gewesen. Sekten kommen schneller hervor als Pilze aus dem Regenwald schießen. Über uns herum sehen wir Scientology, Boko Haram, Sekten, falsche Christus, falsche Propheten und falsche Religionen finden wir heute überall auf der ganzen Welt. Das Interesse an übersinnlichen Phänomenen nimmt immer mehr zu. Okkultismus. Ein Gewand, wo sich eigentlich Satan dahinter versteckt. Ob das Bücher sind wie Harry Potter, Filme, ob das Netflix-Serien sind. Computerspiele, überall wird Okkultismus heute Millionenfach vermarktet. Ja, wenn der Mensch die Bibel über Bord wirft und Jesus Christus aus den Augen wir, äh, verliert, dann sucht sein Herz nach anderen übersinnlichen Dingen. Aber wenn wir Satan den kleinen Finger reichen, nimmt er oft die ganze Hand und vernichtet uns danach total. Jesus will uns von den Fesseln Satans befreien. Deswegen sagt er, habt damit nichts zu tun. Zauberei bzw. Okkultismus ist die zweitschnellste wachsende Religion in Amerika. Besonders Teenager sind für Okkultismus offen. Jesus sagt, sagt dies voraus. Bereits im Jahr 2001 waren knapp 800.000 Menschen in Deutschland Mitglieder einer Sekte. Heute wird die Zahl um einiges, um, um einiges höher liegen. Aktuell gibt es wahrscheinlich 3000, mehr als 3000 Sekten weltweit. Meine lieben Freunde, Jesus sagte dies alles voraus. Er kündigte dies an und heute erfüllt sich das Wort Gottes vor unseren Augen. Wir erleben, wie immer mehr Menschen sich öffnen für Esoterik. Laut einer Bevölkerungsumfrage in Deutschland glaubt jeder Vierte an Wunder- und Geistheilungen. Noch mehr Menschen äußern Sympathie für Astrologie oder New Age. All das kommt aus der Hippie-Bewegung. Sogar mehr als 50 Prozent der befragten Deutschen geben an, dass sie sich hingezogen fühlen zur spirituellen Anthroposophie und der okkulten Theosophie. Die Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Zeichen in der Politik. Was hat Jesus uns da vorhergesagt? Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Krieg ist grausam. Beim Krieg sterben am meisten die Zivilisten, auch unschuldige Kinder. Jetzt würdest du vielleicht sagen: Moment mal, Daniel. Ähm, Kriege hat es schon immer gegeben, oder? Warum ist das jetzt ein Zeichen der Wiederkunft Jesu? Ja, natürlich, Kriege hat es in allen Zeitaltern schon gegeben. Aber was haben wir nochmal gesagt? Hier spricht Gott von Kriegen, von Kriegsgerüchten. Und nicht nur dieses eine Zeichen kündigt das Kommen Jesu an, sondern wenn alle Zeichen parallel zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt stattfinden, dann wissen wir, das Kommen Jesu ist nah. Ein Heidenvolk, sagt Jesus hier in Matthäus 24, Vers 7, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Hier geht es nicht um einen Krieg, hier geht es um militärische Konflikte auf globaler Ebene. Das 20. Jahrhundert, wenn wir die Zahlen und Fakten anschauen, war das blutigste von allen. Im 20. Jahrhundert sind schätzungsweise 123 Millionen Menschen durch Kriege ums Leben gekommen. Allein im letzten Jahrhundert erlebte die, erste, erlebte die Welt den ersten den zweiten weltkrieg koreakrieg vietnamkrieg indochinakrieg iran irakkrieg kriege im mittleren osten stammeskriege in afrika die liste können wir unendlich weiterführen. aber denken wir an das 21. jahrhundert afghanistankrieg irakkrieg houthi konflikt drogenkrieg in mexiko krieg gegen terror bürgerkrieg in syrien krieg in der ukraine boko haram aufruhr und so weiter wir können die liste noch endlos weiter hier aufzählen. Seit dem Ersten Weltkrieg befinden wir uns in einer Generation der Kriege. Jesus sagte das voraus. Die Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben und sie werden nicht entrinnen. Heute ist der Frieden, all die Verträge, die sind brüchig. Da sind opponierende Führer, die reichen sich die Hände. Friedensverträge werden vereinbart, aber nach einigen Monaten oder Jahren bricht der Krieg erneuert aus. Wie war das nochmal nach dem Ersten Weltkrieg? Dieser Versailler Vertrag 1919. Kurze Zeit später startete Hitler den Zweiten Weltkrieg. Dieser überschwemmte Europa. Wer kennt nicht dieses Bild? Wenn man. Wenn ich zurückschaut, da haben wir den Präsidenten der USA zu sehen, Bill Clinton, zusammen mit Rabin aus Israel und Arafat aus Palästinenser. Diese beiden Parteien reichen sich die Hände. Ein historischer Moment. Doch einige Zeit später bricht der Krieg wieder aus. Der Friedensprozess war gescheitert. Die Bibel prophezeite, sie werden sagen, es ist Friede und Sicherheit, doch das Verderben wird sie schnell überfallen. Es wird keinen dauerhaften Frieden auf dieser Erde geben. Es wird keinen Frieden in unserem Herzen geben, wenn Jesus nicht da ist. Erst wenn der Friede fürs kommen wird, wenn er sein Friedensreich mitbringt, erst wenn wir erlöst sind vom Bösen, dann werden wir echten, ewigen, gültigen Frieden erleben. Wir sehen, wie sich das Wort Gottes erfüllt. Jesus würde kommen, wenn die Welt das Potenzial hätte, sich selber zu vernichten. Offenbarung Kapitel 11 Vers 18. Und deine Völker sind zornig geworden. Und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen und zu vernichten, die was tun? Die die Erde vernichten. Welche Atommächte haben wir heute? Da ist Russland. USA, England, Frankreich, China, faktisch oder vermutete Atommächte könnten sein, Indien, Nordkorea, Iran, Pakistan, Israel. Die Menschen entwickeln neue Waffen. Vor 100, vor 200 Jahren, da haben wir diese atomaren Waffen noch nicht gehabt. Jesus Christus hat uns dies vorhergesagt. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck die ganze Welt zu vernichten, aber wir brauchen keine Angst haben. Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 3: Euer Herz erschrecke nicht. Jesus sagt: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Er sagt: Ich komme wieder und ich werde euch mit mit euch, werde euch mitnehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, ich komme wieder. Wir müssen keine Angst haben. Wir warten auf ein, eine neue Erde, ein neues Reich, ein Friedensreich. Wir wissen, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Schon 1996 hat das Magazin Popular Mechanics gesagt, wenn eine Gruppe Terroristen oder ein korruptes Land solches Material von Schmugglern in die Hände bekommt, werden sie das größte Problem gelöst haben, eine Bombe zu bauen. Ja, in Lukas 21, Vers 26, da lesen wir, die Menschen werden in Unmacht sinken, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Gott ist auf unserer Seite. Wenn Gott in meinem Herzen ist, wenn er mir seinen Frieden gibt, dann brauche ich nicht zu fürchten. Auch wenn der Tod jetzt in diesem Moment kommt, ich weiß, ich bin in den Händen Gottes geborgen. Er liebt mich, ich bin sein Kind. Und er wird alles zu einem perfekten Happy End führen. Zeichen in der Natur. Wir leben gerade, dass die Natur verrückt spielt. Da sind Hungersnöte. Es gab schon immer Hungersnöte, schon immer Welthunger, aber jetzt genau aufpassen. Nicht ein Zeichen kündigt die Wiederkunft Jesu an, sondern wenn alle Zeichen global zur gleichen Zeit stattfinden, dann weißt du, wer kommt, Jesus Christus. Jesus sagte in Matthäus 24 Vers 7: "Und es wird hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben." Jesus sagte, es wird Hungersnöte geben. Hunger ist allgegenwärtig. 795 Millionen Menschen leiden heute an Hunger. Jedes Jahr sterben 8,8 Millionen Menschen an Hunger. Jede drei Sekunden stirbt eine Person aufgrund von Hungersnot. Häufig sind dabei kinder unter fünf jahren betroffen. jedes vierte kind ist chronisch unterernährt. und wir wissen die hungersnöte werden nicht über die nacht verschwinden. die hungersnöte bleiben. und wir haben eine große gewaltige herausforderung. wie können wir die wachsende weltbevölkerung mit lebensmitteln versorgen? wie können wir diese politischen ungleichgewichte wieder ins gerade licht rücken? wie können wir diese menschen? wie können wir ihnen wirklich helfen? jedes sagte, dass es seuchen geben wird. Seuchen sind allgegenwärtig. Matthäus 24, Vers 7. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Was ist eigentlich eine Seuche, eine hoch ansteckende Krankheit, die Menschen, Pflanzen und Umwelt angreift? Denken wir mal zurück an unser Obst. Wie oft mussten die Äpfel vor 50 Jahren gespritzt werden? Wie war das im 19. Jahrhundert? Ah, wie sieht das aus mit den Äpfeln, die wir heute kaufen? Wie oft werden die gespritzt? Es ist fast immer der Fall, dass neun von zehn Äpfeln Pestizide gleich mehrere aufweisen. Im Durchschnitt würden, in, würden deutsche Apfelplantagen 21 Mal pro Jahr gespritzt werden. Wow! Alles gleichzeitig mit mehreren Wirkstoffen. Warum wird überhaupt gespritzt, um das Obst vor Scheut Schädlingen und Seuchen zu schützen? Jesus sagte, es wird Krankheiten und es wird Seuchen geben. Denken wir an die Luftverschmutzung. Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart, da haben wir die Messstationen. Immer wieder werden die Grenzwerte überschritten. Feinstaubalarm kann Menschen verrückt machen. Da haben wir auf der einen Seite die Probleme mit dem Autoverkehr. Aber was viel schlimmer ist, dass es der Feinstaub, der uns als Mensch, als körperliches system zerstört. Feinstaub kann die Atemwege schädigen, Lungenkrankheiten verschlimmern und Herzinfarkte verursachen. Wir verschmutzen unsere Luft, unsere Flüsse, unser Essen. Jesus sagte, es wird Hungersnöte und Seuchen geben. Alles erleben wir um uns herum. Die Prophetie erfüllt sich. Die Menschheit verbraucht 60% mehr, als die Erde bereithält. Setzt sich dieser Verbrauch ungebremst fort, sind 2030 zwei komplette Planeten nötig, um den Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken. Unser stetig wachsender Hunger nach Ressourcen frisst die Zukunft der nächsten Generation auf. Wenn ich mich frage, wie soll das Leben weitergehen, wie wird es mein Kind haben, wenn es erwachsen ist, dann mache ich mir Sorgen. Aber wenn ich an Jesus denke, an sein Wort, Römer Kapitel 8, da lesen wir, wenn Gott für uns ist, wer es gegen uns? Dann weiß ich, dass Gott auch das Leben meines Kindes führen und leiten wird. Weil Gott für uns ist, wird er uns durch diese Krise führen. Vertraue Gott und du wirst merken, wie du in deinem Leben Sinn und Hoffnung hast. Oder denken wir an den Klimawandel. Der Klimawandel ist mit die größte Herausforderung, mit der wir heute zu kämpfen haben. Seit der Industrialisierung steigt allmählich die globale Lufttemperatur in Bodennähe. Darauf, daraus können entstehen tödliche Hitzewellen, ansteigender Meeresspiegel, zunehmende Wetterextreme, Ausbreitung von Parasiten und Seuchen. Stell dir vor, du lebst in München, irgendwo in der Nähe von einem Krankenhaus. Und Tag ein und Tag aus hörst du die Sirenen. Und irgendwann gewöhnst du dich an die Sirenen. Du lernst sogar mit den Sirenen zu schlafen. Also du schläfst dann ein und hast eine erholsame Nacht. Kann es sein, dass um uns herum auch die Sirenen schrillen? Kann es sein, dass um uns herum die Zeichen der Zeit passieren? Aber wir sehen diese Bilder immer wieder auf den Medien. Wir checken unser Smartphone, lesen die neuesten Nachrichten, wir schauen vielleicht noch die Tagesschau und wir sehen all das. Aber wir meinen, ach, es hat schon immer gegeben, die Zeichen der Wiederkunft Jesu ist halt so und wir schlafen, wir schlafen ein. Ist das möglich? Lass uns aufwachen. Jesus Christus kommt bald wieder. Es wird nicht mal lange dauern. Welche Krankheiten kennen wir heute? Das ist nur ein kurzer Auszug von den vielen Seuchen, die wir auf dem Planeten Erde erleben: AIDS, Ebola, BSE, Vogelgrippe, SARS, Zika-Virus. Wir erleben, wie immer wieder neue Krankheiten entstehen, immer wieder kommen neue Infektionskrankheiten dazu. Überall um uns herum gibt es diese Seuchen, Umweltverschmutzungen und Krankheiten. Jesus sagt aber, es gab, wird nicht nur Hungersnöte, Seuchen, sondern es wird auch was geben: Erdbeben. Es wird viele Erdbeben geben. Und das erleben wir heute. Pro Tag haben wir 50 Erdbeben weltweit. Das sind bis zu 20.000 Beben im Jahr. Die alte Erde zittert. Sie sagt, Herr, es ist Zeit. Komm doch endlich bald wieder. In den letzten Jahren haben schreckliche Erdbeben die Erde heimgesucht. 2008 China fast 70.000 Todesopfer. 2010 Haiti bis zu 316.000 Todesopfer. 2015 Neapel 9.000 Todesopfer. Diese Liste können wir weiterführen. Lukas 21, Vers 11. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen, und Schrecknisse und große, was? Große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Tornados, Hurrikane, Taifune, eins nach dem anderen, in schneller Abfolge werden, auftreten. Wir Denken an Amerika. 1300 Tornados werden jährlich dort registriert. 2011, da traten mehr als 360 Tornados innerhalb von drei Tagen in Nordamerika auf. Schäden bis zu 6 Milliarden US-Dollar. Die Tornados forderten 350 Menschenleben. Aber bitte nicht falsch verstehen. Nur weil irgendwo in Nordamerika ein Tornado auftritt, heißt das nicht, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Aber wenn alle Zeichen, aus Matthäus 24 zur gleichen Zeit, also parallel, global in der ganzen Welt stattfinden, dann wissen wir, Jesus Christus kommt bald wieder. Hurrikane und Taifune. Wir denken zurück an Hurrikan Katrina 2005 mit bis zu 1800 Todesopfern, Taifun Haiyan 2013 über 6000 Todesopfer, Hurricane Matthew 2016 mit mehr als 1600 Todesopfern. Im Vergleich zur Vergangenheit sind die Hurrikane und Taifune viel teurer geworden. Hurricane Katrina hat alleine 108 Milliarden US-Dollar Schaden angerichtet. Irgendwas hat sich da verändert. Die Natur schreit nach Erlösung. Jesus, komm bald wieder. Tsunamis Dezember 2004 eine unglaubliche Tragödie hat diese Erde heimgesucht. Ein Seebeben der Stärke 9,1 löste eine Reihe von verheerenden Tsunamis aus. Zwischen 230 bis zu 280.000 Menschen starben. Liebe Freunde, die Bibel hat gesagt, es wird Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und große Zeichen am Himmel geben. Wir sehen, wie sich das heute vor unseren Augen erfüllt. Jesus kommt bald wieder. Zeichen in der Gesellschaft. Jetzt spricht Jesus von der Welt, in der du lebst. Er sagt eine radikale Zunahme an Wissen voraus. Daniel 12, Vers 4. Die Bibel sagt, du aber Daniel verschließe diese Worte und versieh dir das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen. Und was wir zunehmen? Die Erkenntnis wird zunehmen. In den letzten Jahren hat die Erkenntnis in der Wissenschaft explosiv zugenommen. Denken wir alleine an die Computer. Da sagte vor ungefähr 70 Jahren Thomas Watson, ich denke, es gibt einen Weltmarkt für vielleicht wie viel? Huh, fünf Computer. Wie sieht es heute aus? Unsere Kinder wachsen mit diesen kleinen Computern auf. Fast jeder Teenager besitzt heute schon so ein Smartphone. Denken wir an die technologischen Genie's unserer heutigen Generation. Die wissen Dinge, die vor 50 Jahren noch gar nicht bekannt waren. In jedem Bereich, egal in der, ob in der Wissenschaft, der Technologie, der Medizin, der Industrie, da nimmt das Wissen erheblich zu. Auch in dem Wort Gottes. Das letzte Buch der Bibel, Offenbarung. Das Buch Daniel erleben wir, wie neue Geheimnisse gelüftet werden, wie Gott sich uns offenbart. Matthäus 24, Vers 37. Zeichen in der Gesellschaft. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Wie war es in den Tagen Noahs? Wie war es in den Tagen kurz vor der Sinnflut? Wie haben die Menschen damals gelebt? Sie haben gesagt, Noah, du bist ein verrückter, ein fanatischer Endzeitprediger. Mit dir wollen wir nichts tun haben. Du bist so ein durchgedrehter Sektierer. Denn wie sie in den Tagen vor der Sinnflut aßen und tranken, Sie heirateten und heirateten sich bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Ja, der ganz normale Alltag, oder? Die Menschen haben sich vergnügt. Essen, Trinken, Arbeit, Beziehungen, Sport, Events, Netflix. Die Sachen, die machen wir heute. Das ist unser Alltag, oder? Es ist daran, etwas auszusetzen, wenn diese Dinge, die Zeitlichen, die Ewigen, zur Seite schieben. Wenn ich in meinem Leben kein Interesse habe mit Gott Zeit zu verbringen, sein Wort zu lesen, mit ihm zu reden, Erfahrungen mit ihm zusammen zu machen. Wenn das Wichtigste in meinem Leben Geld, Besitz ist, ein Hobby, eine Beziehung oder irgendetwas, was ich erlebe und Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht, wird es sehr gefährlich. Mein lieber Freund, Jesus kommt bald. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, ernst mit ihm zu machen. Warte nicht länger. Gib heute, jetzt, in diesem Moment, Jesus dein Leben. Und du wirst sehen, wie er dich wirklich glücklich macht. Denn diese Dinge dieser Erde, naja, die machen uns nicht lange glücklich. Wenn der DHL-Bote mit dem Zalando-Paket klingelt, dann freust du dich vielleicht für einen Moment. Vielleicht schreist du auch für Glück, wenn du diese Schuhe auspackst. Aber danach ist diese Freude nicht nachhaltig. Die ist nicht echt. Dieser Moment des Glücks, der geht wieder. Gott kann dich nur einzig und alleine glücklich machen. Entscheide dich für ihn. Vielleicht sagst du heute, ah, es wird noch so lange dauern, bis der Herr wiederkommt. Da war ein Pastor mit dem Namen A.M.S. Richards. Eines Abends hat er genau über dieses Thema gepredigt und dieser Pastor Richards er wurde unterbrochen, weil ein alter Mann aufstand und er sagte: Jesus Christus wird lange nicht wiederkommen. Es war ein alter Mann, der mit zittriger Hand diese Worte unterstrich. Ein Opa im Alter von 80 Jahren und Richards entgegnete diesem Opa. Lieber Herr, wenn ich Ihr Alter in Betracht ziehe, wird es für Sie nicht mehr 100 Jahre dauern. Lege deine Hand auf dein Herz. Hörst du deinen Herzschlag? Bumm, bumm, bumm. Wenn du sterben wirst, spätestens dann, ist es mit deiner Zeit auf dieser Erde vorbei. Das Nächste, was du dann realisieren könntest, ist das Kommen Jesu, wenn du mit ihm gelebt hast. Bist du vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu? Bist du heute, jetzt in diesem Moment vorbereitet? Was wäre, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Bist du sein Kind? Gehörst du ihm? Sag nicht, warte noch, Jesus, sondern heute, hier, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, sondern sagt Ja zu ihm. Die Bibel sagt, dass die Menschen heiraten und sich vermählen würden. In anderen Worten, es geht um die Auflösung oder Missbrauch der Ehe. Die Familie ist die Grundlage jeder menschlichen Gesellschaft. Eine monogame Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber die Bibel sagt, dass vor dem Kommen Jesu die Ehe als Institution zerstört wird. Die Auflösung der Ehe ist heute Alltag. Scheidung kommt immer wieder vor. Und andere Formen der Ehe und auch der Sexualität werden heute unwahrscheinlich gepusht durch die Medien. Aber all das macht den Menschen unglücklich. Nur Gott und sein Plan erfüllt uns tatsächlich langfristig echt tief in unserem Herzen. Wenn wir heute die Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass die Ehen in großen Schwierigkeiten sind. Wir leben in der Zeit überhandnebender Scheidungsraten. Hier ein Beispiel von Deutschland. 1910, jede 33. Ehe wurde geschieden. 2010, ungefähr jede zweite Ehe wird geschieden. Jesus sagt... Die Menschen werden heiraten und wieder heiraten und wieder heiraten. Und mein lieber Freund, wenn du durch das Drama einer Scheidung gegangen bist, wenn du daran schuld warst, dann sagt Jesus dir heute: Ich liebe dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich werde dich nicht für immer verfluchen. Nein, ich möchte dir vergeben. Ich bin am Kreuz für deine Sünden gestorben. Vielleicht bist du auch Opfer einer Scheidung. Du bist total am Boden zerstört und du weißt nicht, wie es in deinem Leben weitergehen soll. Komm zu Jesus Christus in seine offene Arme. Erlebe wie er dich heilt und dir neues Leben schenkt. Immer mehr unverheiratete Paare, Entschuldigung, immer mehr unverheiratete Frauen bekommen Kinder. Die Geburtenrate von Frauen, die nicht in einer Ehe leben, steigt kontinuierlich. Hier ein Beispiel von Amerika. 1960 kamen noch auf alle Geburten ungefähr 5% uneheliche Kinder. 2010 sind es mehr als 40%. In unserer Gesellschaft passiert etwas. 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 beschreibt den Zustand vor der Sintflut. Das ist somit auch eine Vorausschau auf den Zustand vor dem Kommen Jesu. Also eine Prophetie auf unsere Tage, 1. Mose 6, Vers 5. Der Herr sah, was sah er, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens war allzeit nur böse. böse. Ich muss heute nicht über die Bosheit der perversen Sexualität sprechen. Ich muss heute nicht die Pornografie und deren Folgen hier mit Namen nennen, aber wir merken, dass Pornografie uns überall verfolgt. Im Fernsehen, im Internet, wenn du unterwegs bist durch die Straßen, siehst du, an diesen riesigen Werbetafeln halbnackte Frauen. Wir haben modernen Sexhandel, das ist leider grausame Realität. Etwa jeder siebte Deutsche erfuhr in seiner Kindheit und in seiner Jugend sexuelle Gewalt. Das zeigt eine neue Studie. Oft leiden diese Opfer der sexuellen Gewalt längerfristig unter körperlichen Folgen wie Diabetes, Krebs, Herbstinfarkt, ganz zu schweigen von den psychischen Folgen wie Depressionen. Aber die Erde. War verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Das war das Kommen, das war, das war die Zeit vor der Sintflut und das ist auch die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Heute leben wir in einer gewalttätigen Gesellschaft. Hier die Zahlen des Global Status Report on Violence aus dem Jahr 2014. Mehr als wie viel? 1,3 Millionen Menschen sterben jedes Jahr weltweit aufgrund Gewalt jeglicher Form. Für die Bevölkerungsgruppe der 15- bis 44-Jährigen ist Gewalt die vierte Hauptursache aller Todesfälle weltweit. Dazu gibt es täglich 10.000 Opfer von nicht tödlichen Gewaltverbrechen auch wieder weltweit. Die Zahlen liegen wahrscheinlich noch viel höher. In Deutschland werden pro Woche drei Kinder getötet. Die Erde wird voller Gewalt sein. Die Worte Christi erfüllen sich in unserer Generation. Falsche Propheten, Kriege, Friedensbemühungen, Möglichkeit der globalen Zerstörung durch Atomwaffen, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Unmoral, Zunahme von Gewalt. All diese Zeichen offenbaren uns, Jesus Christus, unser König, unser Freund, kommt bald wieder. Die Bibel spricht von wirtschaftlicher Unsicherheit. Ich glaube, das können wir überspringen. Das trifft sich auf Deutschland zu, oder? Schauen wir uns an, was die Bibel hier über die letzten Tage sagt. Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfaulen, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Ross wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch. Fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt. Wann? In den letzten Tagen. Finanzkrise ist ein Thema in unseren Medien und es taucht immer wieder auf. Und es hört einfach nicht auf. Was kommt da auf uns zu? Bemerkt, wie hier die Bibel in Offenbarung Kapitel 18, Vers 17 sagt, denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. In einer was? In einer? Stunde. Ja, es wird einen plötzlichen finanziellen Zusammenbruch geben. Eine Weltwirtschaftskrise. Achtung, die Bibel sagt nicht, dass nach diesem finanziellen Kollaps Jesus Christus innerhalb von drei Tagen, drei Wochen oder drei Monaten wiederkommen wird. Nein, die Bibel sagt nur, es wird eine riesige Finanzkrise geben. Der große Reichtum dieser Welt wird verwüstet werden. Was sagt uns Jesus hier? Vertraue nicht auf dein Geld. Auf Dein Haus, auf dein Gold, auf was auch immer du im Keller gebunkert hast. Vertraue einzig und alleine auf Jesus Christus. Er ist deine einzige Hoffnung in den großen Krisen dieser Welt. Wie hoch ist die Staatsverschuldung in Deutschland? Waren es 1950 nur 10 Milliarden Euro, sind es heute mehr als 2 Billionen Euro Schulden. Pro Sekunde kommen 70 Euro hinzu. Auch Amerika befindet sich in einer schrecklichen Finanzkrise. Da liegen die Staatsschulden bei über 20 Billionen US-Dollar. Wie geht es weiter? Wird die Weltwirtschaft weiter schrumpfen? Werden weitere Firmen pleite gehen? Verlieren wir alle unser Geld? Kommt es zu einer neuen Massenarbeitslosigkeit? Was passiert da? Was möchte Gott uns sagen? Er offenbart es durch sein Wort. Ich komme bald wieder und ich möchte dich mitnehmen in mein neues Reich. Fassen wir zusammen. Falsche Christus und Propheten hat sich erfüllt. Zweitens, Kriege, instabile Friedensverträge, auch erfüllt. Hungersnöte, klar, haben wir gehabt, werden wir erleben weiter. Seuchen, erfüllt. Erdbeben, erfüllt. Zunahme an Wissen, erfüllt. Sexuelle Unmoral, auch erfüllt. Familien gehen auseinander, erfüllt. Gewalt ist da. Wirtschaftliche Unsicherheit, auch das erfüllt. Jesus sagte, wenn ihr all diese Zeichen sehen werdet, wenn sie zur gleichen Zeit... In der ganzen Welt parallel stattfinden, dann wisst ihr, mein Kommen ist nah. Aber es gibt noch ein Zeichen. Ein positives Zeichen, das uns erfreut, das uns die Macht Gottes vor Augen malt. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wann kommt das Ende? Wenn die ganzen Menschen auf der ganzen Welt das ganze Evangelium hören werden. Jesus Christus hat sein Volk. Er wird die Botschaft in die ganze Welt bringen. Und dann wird das Ende kommen. Heute können wir über Satelliten die Botschaft verteilen weltweit innerhalb von Sekunden. Wenn ich hier predige, dann kommt das Signal in die Höhe und wird gestreut. Und jeder Mensch kann durch das Radio das Wort Gottes hören. Das Wort Gottes wird verkündigt durch das Fernsehen auch durch das Internet. Da sind Menschen in Saudi-Arabien die hören jetzt gerade das Wort Gottes über das Internet. Da sind Menschen im mittleren Osten im 10:40 Fenster, die das Wort Gottes über Livestream mitbekommen irgendwelche Videos sich anschauen. Kein totalitäres Regime der Welt kann die Verbreitung des Evangeliums aufhalten, weil Gott uns die Technologie gegeben hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott wird sein Werk zu Ende führen. Er ist heute mächtig am Wirken durch Träume. Ah, da war ein Pastor, ein christlicher Pastor in Kenia. Er wurde gebeten, einer Stadt jemanden zu besuchen. Er hat sich gefragt, was soll ich hier? Er kannte die Person nicht, die er besuchen sollte. Er klopfte an die Tür und hatte Angst, denn dort in Kenia in dieser Stadt sind viele Moslems unterwegs und die Moslems und die Christen vertragen sich nicht immer so gut. So kam unser christliche Pastor in das Heim, dort wurde er eingeladen eines muslimischen Imams. Er fürchtete um sein Leben, hat aber das Gefühl, er sollte hier sein. Er wurde hereingebet und entdeckte, dass neben dem muslimischen Imam noch andere 30 weitere muslimische Männer anwesend waren. Jetzt hatte er noch mehr Angst, ihm wurde mulmig zumute. Da fragte der Imam ihn: Kannst du uns in einen geheimen Ort taufen? Wie, was, ich soll euch taufen lassen? Aber Moment mal, ähm, wie, wie kann das sein, dass ihr euch taufen lassen wollt? Und, und wisst ihr überhaupt, worum es geht? Habt ihr in der Bibel schon mal gelesen? Und da sagte der Imam. Mir ist ein Engel erschienen, ein Engel Gottes, der hat mich, so sagt er mit heiliger Ehrfurcht, mehrere Monate lang unterrichtet im Wort Gottes. Der Iman hatte dann das Wissen an die 30 weiteren muslimischen Männer weitergegeben. Als der Pastor die Gruppe befragte, stellte sich heraus, dass sie alle Lehren aus dem Wort Gottes verstanden und auch lebten. Diese Menschen, diese Gruppe wurde getauft. Die Zeichen der Wiederkunft Jesu erfüllen sich. Jesus Christus erscheint in Träumen. Er schickt Visionen, Engel, übernatürliche Zeichen und Wunder passieren. China öffnet sich heute für das Evangelium. Indien, tausende Hindus entscheiden sich für Jesus Christus. Und Pape Neuguinea. Wer die Bibel nicht lesen kann, soll sie hören. Es wurde ein Godpod. Es gab früher mal ein iPod, heute immer noch. Also es ist kein iPod, sondern ein Godpod, ein Abspielgerät. Das die Bibel enthält auf der Mischsprache der indigenen Völker. Tausende Godports wurden schon verteilt. Der Akku des Audiogerätes lädt sich selbst durch die Sonne wieder auf. Menschen erhalten das Wort Gottes. Menschen entscheiden sich zu tausenden weltweit für Jesus Christus. Gott tut gerade Großes. Egal ob Russland, Osteuropa, Afrika, China, Mittel- oder Südamerika, Gott ist da, er wirkt unglaublich durch sein Wort. Tausende Menschen entscheiden sich heute für Jesus Christus. Tausende lassen sich heute an diesem Tag taufen. Jesus hat alles unter Kontrolle. Er sendet seine Botschaft raus. Sie wird nicht wieder leer zurückkommen. Gott hat einen Plan für die Menschen auf dieser Erde. All das was wir heute gelernt haben, all die Zeichen, Kündigen sein, komm an. Jesus Christus, komm bald wieder. Tilly Smith, ein Mädchen im Alter von zehn Jahren, machte 2004 Urlaub in Thailand. Tilly war unterwegs mit ihren Eltern am Strand. Irgendwann ging sie alleine spazieren, dann bemerkte sie, wie das Wasser ins offene Meer zurückgezogen wurde. Und sie fragte sich, hm, was kann das bedeuten? Auf einmal liegt der Strand hier brach. Warum verschwindet das Wasser hier am Ufer? Da dachte sie zurück an den Erdkundeunterricht. Sie hatte damals gut aufgepasst. Und die Lehrerin hatte ihr erzählt in der Schule, wenn das Wasser ins offene Meer zurückgezogen wird, dann folgt ein, was ein, Tsunami. Tilly ging zu ihren Eltern. Die Eltern brachten diese Nachricht weiter an über Mikrofone an die ganzen Menschen, die am Strand waren, so wurde der ganze Strandabschnitt gewarnt. Und die Menschen haben sich gerettet. Auf einer höher gelegenen Ebene, haben sich entfernt von dieser Gefahrenzone. Aber fast am gleichen Ort, nur ein paar Strände weiter, da haben die Menschen die Zeichen der Zeit nicht gesehen. Sie haben nicht, sie haben es gesehen, aber sie haben es sie haben es nicht richtig eingeordnet sie haben die zeichen nicht angenommen sie haben sich nicht vorbereitet auf das gewaltereignis eines tsunamis sie bleiben, blieben einfach im wasser. wir sehen heute noch fotos im internet schrecklich wie die menschen dort in den wellen am spielen waren und dann kam dieser große tsunami. diese menschen weil sie nicht auf die zeichen der zeit geachtet haben weil sie einfach ihr leben weiterführten weiter lebten wie vorher sind ums leben gekommen. Und ihre Familie überlebten das Unglück. Auch die Menschen, die sie gewarnt hatten. Das letzte große Ereignis, das Kommen Jesu, das Ende der Welt, wird in Matthäus 24 durch die Zeichen, die Jesus uns gegeben hat, angekündigt. Wie gehst du heute mit den Zeichen um? Lebst du dein Leben einfach weiter und sagst du, okay, das geht da rein und wieder raus? Oder sagst du, Herr Jesus, ich verstehe, dass du kommst. Du wirst bald da sein. Ich möchte vorbereitet sein. Hast du dein Leben Jesus gegeben? Bist du im Reinen mit ihm? Vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, die dich von Gott trennen. Und du weißt, dass da Sünden, Fehler da sind, die nicht da sein sollten. Hast du um Vergebung gebeten? Hast du nicht zu 80, sondern zu 100 Prozent Jesus dein Leben gegeben? Jesus wartet auf dich. Er liebt dich so sehr. Und in diesem Moment... Wenn wir gleich zusammen beten, kannst du Jesus dein Herz schenken. Du kannst ihm sagen, Herr, nimm diese eine Sache weg, die uns trennt, die zwischen uns steht. Diese Gedanken, diese Gefühle, diese Taten, diese Gewohnheiten in meinem Leben, vielleicht auch diese Menschen, irgendwas, Herr Jesus, du weißt, du weißt was es ist, aber nimm, nimm das weg. Und ich bin mir sicher, dass Gott dir das jetzt in diesem Moment auch zeigt. Gib dein ganzen, ganzes Leben Jesus Christus. Jesus sagt zu uns in Johannes Kapitel 10, Vers 10, ich bin aber gekommen, damit Sie das echte Leben haben in ganzer Fülle. Willst du das Leben haben? Es ist es dein Wunsch, Jesus in dein Leben jetzt zu lassen? Dann sag ihm das. Hier und jetzt. Persönlich im Gebet. Wollen wir das gemeinsam tun? Beten wir gemeinsam. Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du uns die Zeichen deines Kommens offenbart hast. Wir erleben, dass alle Zeichen jetzt gerade... In der ganzen Welt, überall, parallel passieren. Herr Jesus, dein Wort wird in der ganzen Welt verkündigt werden und du wirst bald wiederkommen. Ich möchte dich einladen, dass du mich, dass du alle anderen um uns herum, alle die dieses Video schauen, dass du sie segnest, dass sie eine übernatürliche Erfahrung mit dir machen und dass wir eines Tages alle im Reich Gottes sein werden. Danke dafür, dass du uns führen wirst und danke dafür, dass du uns liebst und danke, dass du uns bis zum Ende hindurch begleiten wir es durch alle Krisen, dass wir dann bald bei dir sein können und dich umarmen können. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Es geht weiter mit Zukunft Erde. Das nächste Thema ist Gott und das Leid. Wo ist Gott, wenn ich leide? Wir sehen uns. Ich freue mich auf dich.